Kompetenzen und besonders im Finanzbereich, CFO-Bereich, ist uns wichtig. Deswegen hat Deloitte und das Österreichische Control Institute sich entschieden, ein Event heute mit prominenten Gästen zu präsentieren, um hier Beispiele, wie man es gut machen kann, anderen zu zeigen. Kompetenzmanagement ist Chefsache und Führungskräfte des Finanzbereichs, CFOs, Controllingleiter erkennen immer mehr, dass es ihre Verantwortung ist, Kompetenzen zu planen, zu identifizieren, zu steuern und damit einen wichtigen Beitrag zu leisten, um ihr Personal zu entwickeln und zu sichern. Und heute liefern wir Konzepte, Ideen, Instrumente, damit Unternehmen auf diesen Zug auch aufspringen können. Wir sehen im Kompetenzmanagement einen sehr, sehr großen Trend und eine Chance und insbesondere für den Finanzbereich. Im konkreten Fall heute reden wir spezifisch von Controller- und Finance-Positionen, wo derzeit ein absoluter Nachholbedarf besteht, Kompetenzmodelle zu entwickeln, vor allem in Hinsicht, dass hier Nachwuchskapazitäten fehlen am Markt, sodass auch interne Entwicklungspfade sehr wichtig sind. Und auch hier denken wir, dass wir gut unterstützen können, wenn das benötigt wird. Unsere Podiumsdiskussion beleuchtet das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Die CFO-Perspektive gibt Walter Oblin von der Post. Die Controlling-Leiter-Perspektive gibt Martin Egger von Henkel CEE und eine Expertin auf dem Gebiet des Kompetenzmanagements, die Kollegin Tina Deutsch von Deloitte.